Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Vielleicht erinnern Sie sich im letzten Jahr an diesen kleinen verrückten Kabarigoi bei Oyama, wo ich einen eigenen Blog drüber gedreht habe, weil der einfach so verrückt war, der Koi, dass ich gesagt habe, wow, den will ich verkaufen, dann will ich ihn präsentieren. Und heute jetzt bei der dritten Ikeage bei Konishi habe ich mich auch entschieden, über einen Koi einen eigenen Blog zu machen. Und warum? Weil ich Ihnen ganz ehrlich sage, im Leben, in einem Koi-Leben, wenn man als Händler, wenn man als Züchter unterwegs ist, passiert es nur ganz selten, dass man mal einen Fisch sieht, wo man wirklich sagt, und der ist perfekt, oder wie die Japaner sagen, Kanpeki. Und im letzten Jahr, im Herbst, haben wir an einen unserer europäischen Kunden, haben wir ja einen Aigoromo, Budogoromo verkauft. Immer war Aigoromo, Budogoromo, das gab man da Aigoromo, ne? Also nach wie vor Aigoromo, könnte aber in den nächsten Jahren zum Budogoromo werden. Haben wir einen Aigoromo verkauft, von dem wir gesagt haben, der war damals schon richtig perfekt, der war damals schon richtig gut, und den der Kunde dann kaufte und sich dann dazu entschloss, ihn ein weiteres Jahr in Naturteich zu geben. Nun ist aber so, und das liegt in der Natur der Sache, je höher ein Koi startet, desto tiefer kann er auch fallen. Also wenn er sich nicht so toll entwickelt, wenn irgendwas mit ihm ist, dann ist natürlich die Enttäuschung größer, wie wenn man einen dieser klassischen Tategoi kauft, Choba, Sanke, weißer Teufel, und die entwickeln sich einfach langsamer, das kann man sich immer wieder schön reden. Aber wenn ein Fisch schon perfekt schön in Naturteich geht, entweder er wird zum absoluten Überflieger oder er wird seinen Besitzer enttäuschen. Das muss man leider so sagen. Aber dieser hat alles andere getan, als seinen Besitzer enttäuschen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Makoto gefragt, ob er so einen perfekten Koromo schon mal gesehen hat. Er sagt, also er hat selber noch keinen gezüchtet. Auf Koi-Ausstellungen wüsste jetzt nicht genau. Und klar, da sieht man auch schöne Fische, aber ich sage Ihnen, über alles betrachtet, ist das für mich der mit Abstand, mit weitem Abstand, schönste und eindrucksvollste Aigoromo, den ich je gesehen habe. Schauen Sie hier, das war das Bild vom letzten Jahr, da war auf der linken Seite, auf der Schulter, war das Ei noch nicht ganz durchgedrückt, also die Goromo-Beschuppung. Sie ist hier durchgekommen, ohne die anderen Bereiche jetzt schmutzig werden zu lassen. Das ist ein unfassbar schöner Fisch. Vor allem auch das Schöne, er hat eine geile Zeichnung, aber er hat nicht so die typische Kohaku-Zeichnung, sondern der Goromo durch seine indigoblaue Schuppenzeichnung wirkt natürlich dunkler, und darum sind viele Goromo schöner, wenn sie eine etwas leichtere Zeichnung haben, nicht zu schwere Zeichnung, und wenn man dann noch so eine Hautqualität hat, wie er hier. Naniga Ichiban Tsuyoi Tokoro? Ei. Also, und ich habe gefragt, was ist der stärkste Punkt? Dann sagt er das Ei. Also nicht das Ei, sondern das Indigo-Blau. Und wenn Sie jetzt mal schauen, der Unterschied zwischen Aigoromo und Budogoromo ist, dass der Aigoromo in der Kopfzeichnung kein Ei hat, sondern nur in der Körperzeichnung. Und jetzt schauen Sie mal, das ist so selten, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das ist ein Wunder der Natur, der Fisch. Und ich übertreibe da wirklich nicht. Ich habe hunderte von Goromo gesehen. Er hat einen unglaublich starken Impact, ein unglaublich kräftiges und dunkles Ei am Körper. Und das sehen Sie auch hier am Aisashi, diese blaue Linie, die sich vor dem eigentlichen roten Zeichnungselement aufbaut. Aber der Kopf bleibt völlig unberührt. So etwas gibt es eigentlich nicht. Schauen Sie auch hier, einen unglaublich kräftigen Impact, Ausdruck, Eindruck, was für ein Druck auch immer. Aber der Kopf bleibt unberührt. Nibanme? Ichibanme ai. Nibanme wa? Chitsu. Shirochi to Beni toka. Also das zweitstärkste ist die Qualität, die weiße Haut, das Rot. Immer Nansenchi? 58 Mai wa? 44. Also er ist von 49, hier kommt der Beweis, wird scharf, von 49 auf 58 gewachsen, reicht vollkommen aus. Und Makoto hat vorher gesagt, er möchte, dass dieser Koi im nächsten Frühjahr auf die Shinkokai geht. Und jetzt ist nur das Problem, dass der Kunde niemand ist, der Koi auf Ausstellung bringt. Der sagt, das braucht er nicht.
Er weiß selber, wie schön seine Fische sind. Er braucht da keine Fachmeinung dazu. Halt mal die Küste. Schauen wir ihn noch in der blauen Wanne an. Und dann muss das mal kurz mit dem Kunden ausmachen. Der kommt demnächst. Und dann kann Peggy, ne? Ichiban war ruhig zu Kurova? Nein, das. Ha? Nein. Also ich habe gefragt, was ist der schwächste Punkt? Dann haben sie gesagt, dass die Zeichnung etwas zu leicht ist. Demo Watashi wa Akarui Moyo no Goromo Gasuki. So, ano Moyo wa chotto omoi desu ne. その愛のせいで。あれは珍しいね。So, das war ein eigener Blog über einen außergewöhnlichen Koi. Jetzt mache ich noch ein schnelles Video für den Besitzer. Und ich glaube, der flippt aus.